50 Jahre Bundesliga. Da schauen wir heute ins Jahr 1977. Das war das Jahr, wo Rudi Gutendorf Trainer beim Hamburger Sportverein wurde. Als Nachfolger von Kuno Klötzer. Der hatte gerade den ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte geholt. Also schweres Erbe, Tim Tonder, und auch frühes Ende. Es passt einfach nicht. HSV-Trainer Rudi Gutendorf und Generalmanager Dr. Peter Krohn haben sich im Oktober 1977 auseinandergelebt. Nach nicht einmal 4 Monaten. Dabei hatte der Diplomat im Trainingsanzug auch damals schon viel erlebt. Als Trainer auf der ganzen Welt. Nach Engagements in Nord- und Südamerika, der Karibik und in Afrika wird Gutendorfs 29. Trainerstation zu einem schmerzhaften Abenteuer. Das ist noch eine Wunde, die nicht verheilt ist. Ich bin zum HSV gekommen, als die Mannschaft mit Kuno Klötzer gerade den Europapokal gewonnen hat. Also praktisch der schlechteste Zeitpunkt, wo man zu einem Club gehen kann. Aber Dr. Krohn hat mich da geholt und hat mir gesagt, ich mache mit Ihnen die beste Clubmannschaft der Welt. Große Pläne und anfangs noch eitel Sonnenschein. Krohn und Gutendorf mit Gattin Ute auf Sylt. Am Strand versprechen die beiden Fans und Medien Fußball total beim HSV. Der mächtige Manager nimmt offensiv Einfluss auf den eigentlichen Fachmann. Wir haben im ersten Spiel dann auch in der Bundesliga dann gegen den MSV Duisburg auch mit 5 Stürmern gespielt. Ja, und da haben wir auch gleich 5 Tore bekommen. Ein weiteres Problem neben der viel zu offensiven Taktik: der neue Superstar Kevin Keegan wird von der Mannschaft nicht akzeptiert. Genau wie der Trainer. Am 6. Spieltag verliert der Europapokalsieger 0:2 gegen Aufsteiger St. Pauli. Die anfängliche Harmonie ist dahin. Krohn redet Gutendorf immer wieder rein. Das Engagement von Rudi Gutendorf war ja uns missglückt. Wir waren eigentlich etwas enttäuscht. Er hatte die Mannschaft nicht im Griff. Die Mannschaft traf sich dann in irgendeinem Keller, ich glaube bei Peter Hiedien im Haus, und kam dann zu mir als Manager: Nein, wollen den Gutendorf nicht mehr und so weiter. Der Streit eskaliert nach einer Niederlage im Europapokal und einem peinlichen 1:2 gegen Saarbrücken. Ende Oktober 1977 ist nach nur 12 Spielen beim HSV schon wieder Schluss für Gutendorf. Furchtbare Station, die schlimmste. Ich bin überhaupt nicht angekommen und das Allerschlimmste ist, ich war überhaupt nicht schuld. Rudi Gutendorf wird anschließend Nationaltrainer in Australien. Seine 30. von insgesamt 55 Stationen.